Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chén nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, gòn buồn mà chẳng hối tanh mùi buồn. Meine Kindheit habe ich in Vietnam verbracht. Als ich das Land, in dem ich geboren wurde, 1975 verließ, nahm ich in meine neue Heimat Frankreich alle möglichen Erinnerungen mit, bis hin zum Getöse des Krieges. Aus dieser Flut von Empfindungen, Bildern, zeichnet eines sich besonders klar ab, das Lotusfeld hinter der Kautschukplantage meines Vaters. In Frankreich erinnerte mich der Duft dieser Blumen an Vietnam, so wie mich der Gewitterdonner an das Dröhnen der Bomben erinnerte. 35 Jahre später bin ich zur Beisetzung meiner Mutter zurückgekommen. Die Plantage ist einem Hotel gewichen, doch das Lotusfeld ist unberührt. Als könnte alles vergehen, nur der Lotus nicht. Meine Mutter wurde Katholikin, als sie meinen Vater heiratete. Und sie erzog uns Kinder in diesem Glauben. Nach 30-jährigem Exil beschloss sie, nach Vietnam und zum Buddhismus zurückzukehren. Nach der Zeremonie in der Pagode hat meine Familie zusammen gegessen. Speisen, die alle mit Lotus zubereitet waren, dem Symbol des Bandes zwischen den Lebenden und den Toten. An diesem Tag wurde mir klar, diese Blume, ihre Wurzeln, ihre Samen, ihr Duft sind für mich der Inbegriff Vietnams. Ich machte mich auf die Suche nach modernen Vietnamesen, die sich ganz der Lotusblume verschrieben haben. Familie Chung, ein Bruder und zwei Schwestern, betreiben eine kleine Lotuspflanzung in der Nähe von Saigon. Vom Verkauf der Lotusblumen kann man eigentlich nicht leben. An manchen Tagen verkaufen wir wenige Sträuße, ein Dutzend vielleicht, und an anderen wieder um die 100. Ich helfe meiner Familie so gut ich kann. Wir müssen uns mit dem begnügen, was wir verdienen, je nachdem, wie viele Blumen wir verkaufen. Manche Kunden kaufen Lotusblumen, um sie als Opfergabe in die Pagode zu bringen. Manche verleihen ihrem Tee damit einen besonderen Geschmack. Und manche schmücken das Bad im Spa damit. Auch bei Schlafproblemen tut Lotus gut. Man kann sich die Blumen ins Schlafzimmer stellen. Und wenn sie welk sind, wird aus den Blütenblättern Tee zubereitet.
Die Leute sagen oft, dass die Lotusblumen schön sind, dass sie das Wahrzeichen von Onkel Ho sind. Die Lotusblume ist eng verbunden mit Buddha und mit der Natur. Wie heißt es noch in dem Gedicht? Im Teich ist nichts schöner anzusehen als der Lotus. Und in Vietnam ist nichts schöner zu hören als der Name Onkel Ho's. Wenn ich die Sträuße fertig habe, behalte ich noch ein paar als Opfergabe für die Geister der Erde und des Himmels, damit sie mir helfen, die Sträuße schneller zu verkaufen. Der Lotus ist eine vollkommene Pflanze. Aus einem einzigen ihrer Samen kann ein ganzes Feld entstehen. Diese Pflanze vermehrt sich ganz von selbst im schlammigen Wasser, aus dem schließlich die Blumen emporwachsen. Wie die vietnamesische Bäuerin kann die Lotusblume nur auf sich selbst bauen, um zu überleben. Überall in Vietnam, vom Süden bis hinauf in den Norden, finden sich tausende solcher kleinen Plantagen. In Bac Ninh bei Hanoi sind sie weniger für die Blumen als für die Samen des Lotus bekannt. Um das Feld herum ist der Verkehr sehr dicht und die Luft ist ziemlich verschmutzt. Aber hier im Feld selbst ist sie sehr gut. Wir sind schon seit Generationen Lotusbauern. Ich bestelle dieses Feld jetzt seit 5 Jahren und hoffe, dass ich es an meine Kinder vererben kann. Ich baue aber nicht nur Lotusblumen an. Das würde leider nicht reichen, um meine Familie zu ernähren. Deshalb habe ich noch eine Fischzucht und versuche, meinen Betrieb insgesamt immer weiter auszubauen. Ich verkaufe Lotusblätter, damit brennen die Leute Schnaps oder sie dämpfen Klebreis darin und Lotussamen. Die werden für alles Mögliche verwendet. Reissuppe, Desserts und allerlei Süßigkeiten. Ich kann heute noch die Lotussamen schmecken, die wir nach der Schule immer gekauft haben. Als ich in Saigon ankomme, eile ich zuallererst zum Binh Thanh-Markt, wo die Garküchen rund um die Uhr Erfrischungsgetränke mit Lotussamen anbieten. Eine sehr beliebte Köstlichkeit bei den Vietnamesen, die den ganzen Tag über naschen und knabbern.
In diesem einzigartigen Restaurant wird vegetarisch gekocht, was die Kunden sehr zu schätzen wissen. Der ganze erste Stock ist buddhistischen Mönchen vorbehalten. Die einstige kaiserliche Hauptstadt Hue ist nicht nur eine Hochburg des Buddhismus, sie ist auch bekannt für ihre hervorragende Küche. Dieses Gericht heißt Lotusreis. Es schmeckt und duftet nach Lotusblumen. Es wird empfohlen, zweimal am Tag Lotus zu essen. Das ist äußerst gesund für den Körper. In Hanoi stand einst ein ganzes Viertel im Zeichen der traditionellen Heilpflanzen. Die Händler waren größtenteils Chinesen. Heute beschränkt sich das Ganze auf eine Straße. Kim Bongs Apotheke hat deshalb regen Zulauf. In dem kleinen Laden mit seinen 1001 Arznei fehlt es nie an Kunden, darunter auch solche, die man hier nicht erwarten würde. Wir leben seit 4 Generationen hier. Meine beiden Söhne studieren Medizin. Der eine in Deutschland, der andere studiert in China traditionelle Medizin. Beide fühlen sich dazu berufen, Arzt zu werden. Und sie kümmern sich auch gerne um kranke Leute. Die traditionelle Medizin verwendet alle Teile der Lotuspflanze. Die Wurzel senkt die Körpertemperatur. Das Blatt wird gegen Blutdruckprobleme eingesetzt. Und die Samen helfen bei einem Nervenzusammenbruch. Um die Wirkung zu verbessern, müssen sie jedoch mit anderen Zutaten gemischt werden. Wie zum Beispiel mit getrockneten Seidenraupen oder Skorpionen. Jedes Tier ist ein Arzneimittel. Seepferdchen und Fledermäuse sind zum Beispiel gut für die Nerven. Heute kommen die Leute wieder auf die traditionellen Heilmittel zurück, die es in China und in Vietnam schon seit Tausenden von Jahren gibt. Immer mehr Apotheken haben neben westlichen Medikamenten auch wieder traditionelle Arzneien auf pflanzlicher Basis im Angebot. Der Lotus wächst im Schlamm, aber trotz allem ist er rein. Für uns ist er eine heilige Pflanze. Momentan sucht unser Land nach seiner Nationalblume. Die Wahl wird auf die Lotusblume fallen, denn sie hat große Ähnlichkeit mit dem vietnamesischen Volk. Der Lotus ist für die Vietnamesen kein bloßes Symbol. Er ist ein Band zwischen Erde und Himmel, zwischen Reich und Arm, zwischen Tradition und Moderne. Die Lotusblume versinnbildlicht den Frieden, den die Vietnamesen sich immer gewünscht haben. Wir haben so viele ausländische Einflüsse überstanden, aus China, Frankreich, Amerika, aber es ist uns gelungen, uns unsere Identität zu bewahren. Aber ob wir es auch schaffen, unsere Seele zu bewahren?
Zum Blumenfest tragen die Frauen einen traditionellen Ao Jai, der mit Lotusblumen verziert ist. Der Lotus ist aus dem vietnamesischen Leben gar nicht mehr wegzudenken, so beliebt ist er. An diesem Tag wird in Hanoi Buddhas Geburtstag gefeiert und das mit einer Leidenschaft, die mich erstaunt. Ebenso wie die Allgegenwart der Lotusblume in jeglicher Form und Gestalt, ob ganz schlicht oder furchtbar kitschig. Die starke Verbundenheit der Vietnamesen mit dem Lotus hat die Eroberung durch China, die französische Kolonisation, die Unabhängigkeitskriege und, wie es scheint, selbst die Vorstöße der modernen Welt überdauert. Der Buddhismus ist nach wie vor die Religion der Vietnamesen. Und wie die Legende der Einsäulenpagode zeigt, taucht die Lotusblume immer wieder auf, wenn das Land zu seiner Unabhängigkeit zurückfindet. Zu Beginn des 11. Jahrhunderts regiert Li Thai Tong über Vietnam, das sich erst knapp 100 Jahre zuvor von der tausendjährigen chinesischen Herrschaft befreit hat. Aber der König ist kinderlos und hat keinen Thronfolger. Eines Nachts jedoch träumt er von der Göttin Quan Am, die ihm auf einer Lotusblüte sitzend ein Kind überreicht. Nach diesem Traum bekommt er tatsächlich einen Sohn und lässt als Zeichen der Dankbarkeit eine Pagode errichten, die aussieht wie eine Lotusblume, die sich aus dem Wasser erhebt. Für ihn ist es eine politische und spirituelle Geste. Lotus und Buddhismus sind Sinnbilder für eine wiedererlangte vietnamesische Identität. Die Vietnamesen sind dem Weg des Buddhismus gefolgt, der ganz offen ist und für jeden erreichbar. Jeder kann den Buddhismus so praktizieren, wie er es für richtig hält und wo er will. Ob in der Pagode oder bei sich zu Hause. Die Lotusblume wächst in schlammigem Wasser, in schmutzigen Sümpfen, in Reisfeldern und Flüssen. In der Regenzeit, in der es sehr heiß ist, fällt reichlich Regen und schwemmt allen Dreck mit, auf den er trifft. Und doch verströmt die Blüte einen verlockenden und beruhigenden Duft. Der Lotus ist ein Sinnbild der Kraft des Menschen und der des Geistes. Buddha zufolge überflügelte der feine Duft alles, selbst die übelsten Dinge des Lebens. Und so wird er Duft der Befreiung genannt. Und die Lotusblume selbst gilt als heilig. Seit Vietnam wieder ein Land ist, hatte sich in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht entwickelt. Der Buddhismus folgt den Veränderungen innerhalb der Gesellschaft und wird natürlich vom Wandel, den die Globalisierung auslöst, beeinflusst. Aber der Buddhismus ist eine Religion des Friedens. Noch nie wurde in seinem Namen Krieg geführt. Deshalb verschreiben sich ihm immer mehr Menschen, selbst in Zeiten des Friedens.
Während des Krieges nimmt Ho Chi Minh in seinen Veröffentlichungen das Bild der Lotusblume auf, um das vietnamesische Volk dazu anzuhalten, seine Freiheit und seine Unabhängigkeit einzufordern. Ich habe das Glück, ein Interview mit Hun Gok machen zu können. Der Schriftsteller und Journalist wurde in seiner Jugend nachhaltig von der französischen Kultur geprägt. Der 93-jährige Schriftsteller und Journalist war einst Widerstandskämpfer und Weggefährte von Ho Chi Minh und damit ein wertvoller Zeuge der Entwicklung Vietnams seit seiner Dekolonisierung. Als wir gegen die französische Kolonialherrschaft kämpften, damals im ersten Indochina-Krieg, gab es ein Volkslied, das auf einem Gedicht beruhte. Im Teich ist nichts schöner anzusehen als der Lotus. Dann kommt die zweite Zeile. In Vietnam ist nichts schöner als der Name Ho Chi Minh. Der Dichter hat hier Ethik und Politik miteinander vereinigt. Das Bild der Reinheit mit dem des Friedens. Die Widerstandskämpfer versteckten sich damals in Dong Thap Muoi, der Schilfebene. In den Sumpfgebieten dort wuchsen viele Lotusblumen, unter deren Blättern man sich verstecken konnte, um den Bombern zu entgehen. Als wieder Frieden herrschte, wurde ich Journalist und Schriftsteller und schrieb auf Französisch. Für den Kampf gegen die französischen Kolonialherren habe ich das Kriegsverdienstkreuz in Vietnam bekommen und für meine Verdienste um das französische Bildungswesen die höchste Auszeichnung in Frankreich. Die französische Kultur hat mir zwei Orden beschert. Den einen, weil ich gegen die französische Herrschaft, und den anderen, weil ich im Sinne der französischen Regierung gearbeitet habe. Während der Kolonialzeit merkten die Franzosen, wie bedeutend die vietnamesische Kultur war, insbesondere die Architektur. Und so ist das große Theater in Hanoi zwar ein Abbild der Opéra Garnier in Paris, aber über und über geschmückt mit Lotusblumen. Die Franzosen ahnten nicht, dass die Vietnamesen den Lotus zum Symbol ihrer Befreiung machen würden. Bevor die Franzosen sich nach der Schlacht von Dien Bien Phu aus Hanoi zurückzogen, zerstörte eine Gruppe französischer Soldaten noch einen Teil der Einsäulenpagode. Vor dem Rückzug muss wohl immer noch etwas kaputt gemacht werden. Das ist eben die Mentalität von Militärs. Aber man wollte ja auch ein vietnamesisches Symbol zerstören. Ich glaube nicht, dass Söldner so weit denken. Im Gegensatz zu anderen Pagoden, die nach ihrem Vorbild gebaut sind, kommt die Einsäulenpagode in Hanoi jedoch in den Genuss einer besonderen Nachbarschaft. Gleich nebenan wurde 1975 nämlich mit sowjetischer Unterstützung ein Mausoleum zum Gedenken an Onkel Ho errichtet. In Vietnam gibt es, wie hier in Saigon, 5 oder 7 Nachbauten der Einsäulenpagode, denn die Vietnamesen wollen sie in Erinnerung behalten. Keine davon konnte das Original jedoch übertreffen. Diese Pagode in Gestalt einer Lotusblume mit dem Stiel, dem Blütenkelch, den Blütenblättern.
Ich wurde in die Gruppe der Architekten aufgenommen, die das Mausoleum von Onkel Ho gestalten sollten. Und so versuchte ich, ein Sinnbild für die Aura Onkel Hos zu finden. Anfangs sollte Onkel Hos Erbe herausgearbeitet werden, ganz besonders sein Revolutionsgeist. Er hat unsere Heimat befreit und ist doch immer bescheiden und volksverbunden geblieben. Als die Planung begann, wollten wir dem Gebäude die Form einer Lotusblume geben. Das ist uns aber leider nicht gelungen, weil es zu kompliziert war. Deshalb haben wir schließlich entschieden, seiner letzten Ruhestätte eine schlichtere Form zu verleihen. Manch einer wird diesen Besuch bestimmt nur einmal im Leben machen. Dieser Tag ist ein Feiertag, Onkel Hos 110. Geburtstag. 20.000 Vietnamesen sind aus diesem Anlass aus allen Provinzen hierher gekommen. Und ich musste 3 Stunden lang anstehen, um 3 Sekunden lang einen Blick auf seine sterblichen Überreste zu werfen. Ho Chi Minh hätte ein Museum, das dem Unabhängigkeitskrieg gewidmet wäre, sicher besser gefallen als dieser Personenkult, der doch weit entfernt ist von seiner Philosophie. Das Dorf, in dem Ho Chi Minh geboren wurde, heißt auch Kim Lien, was Goldlotus bedeutet. Zu viel Individualismus ist nicht gut. Zu viel Kollektivismus ist nicht gut. Denn der Kollektivismus unterdrückt die Entwicklung des Individuums. Und ohne das Individuum gäbe es keine Demokratie. Deshalb vereint Ho Chi Minh Kollektivismus und Demokratie. Ho Chi Minh sagte: Ich kenne nur eine Partei, und das ist Vietnam. Alles, was ich will, sind Unabhängigkeit und Freiheit für das Volk. Und dass jeder Vietnamese genügend Essen und genügend Kleidung hat. Das war sein einziger Traum. Aber er konnte seinen Traum nicht in vollem Umfang Wirklichkeit werden lassen. Die Unabhängigkeit ist wahr geworden. An der Freiheit muss noch gearbeitet werden. Ebenso wie an einem höheren Lebensstandard fürs Volk. Heute gibt es zwar Millionäre, aber auch 30 Millionen Arme. Vaya,
Diese Lotusblumen sind einzigartig. Sie werden nicht auf dem Markt verkauft. Leute, die ihren Tee damit aromatisieren wollen, geben eine extra Bestellung auf. Wenn die Blumen dann blühen, kommen sie her und holen sie selbst ab. Diese Blüten werden nicht zu Dekorationszwecken verkauft. Es gibt rund 100 Lotusarten. Sie sind auf der ganzen Welt verbreitet. Aber die, die wir hier pflücken, wachsen nur im Westsee. Dieser Lotus verdankt seine Besonderheit dem Zusammenspiel von Mensch, Sonnenlicht und der Qualität des Bodens. Heutzutage ist das Land Eigentum des Staates. Ich darf hier in einem Teil des Sees meinen Lotus anbauen und gebe dem Staat dafür einen Teil meines Gewinns ab. Ich weiß noch, im Krieg mit den USA wurde ganz Hanoi und das ganze Umland bombardiert. Nur auf die Lotusfelder ist keine einzige Bombe gefallen. "1965 haben die Amerikaner Bomben abgeworfen und Fallschirmspringer über Hanoi abgesetzt. In Massen flüchteten die Leute aus der Stadt. Ich stand ganz alleine da, mit all meinen Blumen. Da fing ich an, mit den Lotusblüten Tee zu aromatisieren. Das tat ich jeden Tag, denn ich brachte die Blumen ins Dorf. Aber wenn die Bombardierung anfing, musste ich sie wieder nach Hause tragen. Und damit sie nicht völlig verschwendet waren, beschloss ich, sie in den Tee zu geben. In diesen Jahren habe ich das oft gemacht. Nach dem Krieg verkaufte sich mein Tee dann besser." Inzwischen bin ich 88 Jahre und aromatisiere immer noch Tees. Ich weiß nicht, wie das heutzutage gemacht wird. Sicherlich gibt es neue, modernere Methoden. Aber ich mache es weiterhin auf meine gute alte Art. Thank you.
Diesen aromatisierten Tee hat Kaiser Thu Duc erfunden. Er hatte eine Leidenschaft für Tee. Am Ufer des Sees neben seinem Palast ließ er einen Teepavillon errichten. Seine Kurtisanen stammten im Morgengrauen auf und gaben eine Handvoll Tee in den Blütenkelch des Lotus. Am nächsten Tag gossen sie diesen Tee mit Morgentau, dem reinsten aller Wasser, auf. Früher war der Lotustee etwas sehr Seltenes. Man trank ihn nur zur Neujahrsfeier. So hat meine Mutter es auch noch gehalten. Der Tee war nur Freunden und der Familie vorbehalten. Wenn Sie Lotustee trinken, spüren Sie, wie Ihre Seele edler wird. Wir tranken den Tee in Gedenken an unsere Ahnen und unsere Wurzeln. So wollte es die Tradition. Der Tee kann aber auch auf andere Art und Weise aromatisiert werden. So lässt er sich nicht nur etwas weniger kostenaufwendig herstellen, sondern hält sich auch länger. Die Blume, die im Westsee wächst, hat ein besonderes Aroma. Sie ist eine heilige Blume. Sie beginnt sich zu öffnen, wenn die Sonne aufgeht. Und wir pflücken die Blumen, wenn der See noch im Dunst liegt. Wir sind also auch schon bei Sonnenaufgang draußen und sammeln die Blüten ein. Anschließend zupfen wir die Blütenblätter ab, mit denen der Tee aromatisiert wird. Nur die höheren Schichten konnten sich früher diesen Tee leisten, denn er war selten und daher kostbar. Es war Brauch, Lotustee zu trinken, wenn ein Jahr zu Ende ging und einem neuen wich. Der Lotus wächst im Schlamm und doch riecht seine Blüte fein. Er ist eine Blume, die rein bleiben will und deshalb alles scheut, was beschmutzt ist. Aus diesem Grund dürfen Frauen während ihrer Menstruation niemals Lotustee herstellen. Nicht einmal in die Nähe des Ortes, an dem er aromatisiert wird, dürfen sie kommen, denn dann würde der Tee verderben. Das ist die erste Lektion, die ein Vater seinen Kindern vermittelt. Als sein Vater in den Ruhestand ging, beschloss der Journalist Zhuang, seinen Beruf an den Nagel zu hängen und Teemeister zu werden, wie es in seiner Familie schon seit dem 18. Jahrhundert Tradition war. Ich habe mein Teehaus 2001 eröffnet. Damals gab es fast keinen vietnamesischen Tee mehr. Er wurde auch kaum mehr verlangt. Die meisten Vietnamesen tranken nur noch ausländischen Tee, Lipton-Tee oder chinesischen Tee. Nach 3 Wochen war mein Teehaus überfüllt. Wir hatten mit älteren Gästen gerechnet, die Ruhe suchen. Aber 90% meiner Gäste sind junge Leute, zwischen 16 und 18 Jahren.
Sie kommen jeden Tag zu uns. Denn heute muss man nicht mehr den wohlhabendsten Schichten angehören, um Lotus-Tee trinken zu können. Heute kann man ihn sogar als Arbeiter genießen. Kiu ist mit ihren 27 Jahren eine junge Teemeisterin. In ihrem Teehaus in Saigon werden Interessierte in die äußerst komplexe Kunst der Teezeremonie eingeführt. Die Schüler sind zumeist junge Saigoner, die alte Traditionen erkunden wollen. Vietnam befindet sich im Wandel. Die jungen Leute fühlen sich zur westlichen Kultur hingezogen, weil die für Modernität steht. Allerdings wird unser Leben dadurch viel materialistischer. Je stressiger und temporeicher das Leben wird, desto größer ist das Bedürfnis der Menschen, sich auf ihre Wurzeln zurückzubesinnen, auf die althergebrachten Traditionen der vietnamesischen Kultur. Die vietnamesische Teezeremonie ist durch Kriege in Vergessenheit geraten. Wir wollen dem vietnamesischen Tee seinen kulturellen Aspekt zurückgeben. Ich bin sicher, unsere Teekunst wird bald genauso hohes Ansehen genießen wie die japanische. Saigon ist bekannt für seine philosophischen Cafés. Der Musiker Duong Thu hat ein solches Café zum Philosophieren in größerer Runde eröffnet und äußert seine Gedanken erstaunlich offen. Mein Café ist eine Art offenes Kolloquium für Menschen, die kulturell interessiert sind. Für sie ist es beinahe ein zweites Zuhause. Es gibt 4 abgetrennte Räume, damit Journalisten und Schriftsteller hier auch die nötige Ruhe zum Schreiben finden können. Obwohl er tief im Schlamm steht, nimmt der Lotus dessen widerlichen Geruch nicht an. So etwas wünschen sich unsere Ahnen auch für die Vietnamesen. Trotz der schweren Bedrückungen, der Stürme, der Schwierigkeiten des Lebens. Sie wünschten sich, dass der Mensch, wenngleich er auch in einer eher schmutzigen Welt lebt, die Reinheit in seinem Leben bewahren und es von jeglicher böser Tat freihalten kann. Das ist doch eine recht schöne Philosophie. Der Lotus wuchs überall, auf beiden Seiten der Straße, an der die Verkäuferinnen ihre Stände aufstellten. Leider ist all das verschwunden. Anstelle der Lotusfelder ist Sand getreten, mit dem man die Seen auffüllt, um Fabriken und Wohnhäuser zu bauen. Selbst am Westsee, wo so viel Lotus gewachsen ist, bleibt nur noch ein kleines Stückchen Feld. Das Bild des Lotus, seine Essenz, das, was ihn ausmacht, all das wird immer seltener. Und so gelang auch das Symbol der inneren Schönheit und der Seele allmählich in Vergessenheit. Der Mensch fängt an, nach Schlamm zu riechen. Das Geld spielt langsam die beherrschende Rolle und verändert nach und nach die Seele des Menschen. Und schließlich nimmt er irgendwann Schmiergelder an und verhält sich immer egozentrischer. Meiner Meinung nach fängt der Gestank des Schlammes an, sich in uns festzusetzen.
rồi làm rất là nhiều việc xấu trong xã hội. Đấy tôi gọi là cái hôi tanh của bùn nó đã vào trong cái phẩm chất của anh. Die Seele Hanois, das sind die Teiche und Seen, denn die Straßen wurden für die Menschen, die an diesen Gewässern leben, gebaut. Zusammen mit Freunden haben wir manchmal Kahnpartien im Mondschein gemacht, wenn der Lotus in Blüte stand. Wir plauderten, unterhielten uns, nahmen hin und wieder auch Sängerinnen mit, während wir durch die Blumen glitten und ihren Duft genossen. Für uns, die alte, gebildete Generation, zählte die Zeit dabei nicht. Aber die Jungen heutzutage wissen solche Vergnügungen nicht mehr zu schätzen. Sie wollen das schnelle Tempo des Westens. Spazierfahrten im Kahn sind ihnen zu langweilig. Sie fahren lieber mit dem Motorroller am See entlang. Die Jeunesse Dorée von Hanoi drängt sich an den Ufern des Westsees und lässt sich gegen Bezahlung fotografieren. Manch ein Lotusbauer nutzt das gerne aus. Und so gleicht sich das einst bescheidene Agrarland immer mehr dem westlichen Rest der Welt an. Der Lotus wird, zumindest in der vietnamesischen oder in der fernöstlichen Kultur im Allgemeinen, immer für Frieden, Reinheit und Unabhängigkeit stehen und damit den künstlichen Düften aus Paris Paroli bieten. Das Tempo, in dem Vietnam sich verändert, macht mich sprachlos, weckt in mir Bewunderung und Angst zugleich. Der Lotus, der meine Kindheit versüßt und zwei Kriege überlebt hat und der Globalisierung standhält, ruft meinen Optimismus wach. Er ist heute mehr als nur ein Wahrzeichen. Der Lotus ist Ausdruck einer kollektiven Identität, die vielleicht als einzige in der Lage ist, die am Gestern Orientierten und die Modernen auszusöhnen, die Stadt und das Land, Yin und Yang.